Ja, willkommen zurück, Leute, hier bei Battlefield 4. Ein Ziel lautet, hier Altstadt. Der Checkpoint ist doch da irgendwo, aber vorhin hat er irgendwie nicht getriggert, weiß auch nicht warum. So. Wir haben aber keine Muni mehr, die holen wir uns jetzt gleich mal geschwind. Wir gehen auch immer so extrem schnell drauf. Die Gegner dafür aber auch. Aber die Gegner sind um einiges mehr. Quasi eine Überzahl, wie im jeden Shooter-Teil, Shooter-Kampagne. Zum Kratzen. Der hinterm Baum versteckt sich. Der auch. Oh, die sind alle so minderwertig. Minderwertig. Entschuldigung, habe ich mir von einem YouTuber bisschen hier angewöhnt. Kenne ich ja bestimmt, oder? Oha, wie schnell der Lauf gegangen ist. Richtig nice. Hier, Alter, ich treffe nix. Zum Kotzen. Ich will ihn treffen, aber ich treffe nicht. Ekelhaft ist das. Was ist das? Okay. Das ist die andere. Dahinter trifft man den nicht, okay, gut zu wissen. Die sollen jetzt mal was machen hier. Henna, mit der P1990 bist du eigentlich geistesgestört. Das ist eine Waffe für auf die kurze Distanz. Ja, guck dich so blöd. Und nicht hier Fernkampf. Und dann, Finny, warum stirbst du so oft? Ja, wenn mein Squad mit behinderten Waffen spielt... Also ich hätte die schon gekickt, wenn jemand richtiges Squad wäre im Multiplayer. Oh, wir sind schon ziemlich weit vorne. Kann man so sagen. Wo ist ein Eingang? Genau. Ich höre einen Helikopter. Und B4 ist abgestürzt. Ich weiß nicht, was ihr jetzt seht, aber wir sehen uns gleich. Ja Leute, willkommen zurück hier. Ich weiß nicht, warum BF4 abgeschmiert ist. Oha, hier ist ein Eingang. Aber ich muss jetzt den Checkpoint von da hinten wieder nochmal spielen. Macht aber nichts. Ich mache jetzt einfach mal direkt weiter. Ist alles ziemlich am Arsch, kann man sagen. Richtig gebumst alles hier. Über der Brücke die Altstadt. Ja, unser Missionsziel ist immer noch die Altstadt. Ja, geil. Mein Aim einfach. Göttlich. Godlike. Wieder keine Muni, ey. Das ist doch... Jetzt komm mal raus hier. Oh, da... Ne, BF4. Das ist wirklich noch ein bisschen verbuggt. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so verbuggt wäre. Aber ist es leider. Leise, wir haben schon die... Ach so, die schießen dahin. Ja, erstmal Muni holen. Hier, Henna, ganz ruhig. Henna, die Oberpro-Spielerin mit der P90. Ja, wir töten jetzt einfach mal alle mit dem Messer. What the fuck, was war das? Was zum Teufel war das? Erklärung... Bitte? Erklärung, bitte. Dann... Oh, was war das gerade? Warum bin ich... Back nicht so rum. Ja, geil. Oh, du mit deiner Schrot wieder. Geh mir nicht auf den Sack. Muni holen. Nachladen, Muni holen. Weiter. Warum explodiert da alles, wenn ich darüber gehe?
Aber warum läufst du auch immer? Die Gegner laufen immer von mir weg. Widerlich. Da werfen wir eine Granate rein. Boom. Yeah. Eine RPG. Cool. Brauche ich wahrscheinlich später. Von wo? Ach, von da oben. Ja, der ist gleich weg. Oh, wir auch. So. Regeneriert wieder. Sehr schön. Erstmal nachladen. Oh ja, von... Ah, da oben ist er. Ja, den habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, da ist ein Tank. Das war knapp. Da ist niemand. Oh, gegen die Sonne spielen ist wirklich, wirklich hässlich. Das geht überhaupt gar nicht, klar. Ich zu meinem Teil sehe streckenweise gar nichts. Wieso ist da einer hinter uns? Na egal. Durch ein Blatt getötet. Warum kriege ich Feuer von hinten, Jungs? Ihr müsst doch absichern. Oh, von wo? Ganz kurz ist allererste Sahne. Gut, dass die nicht sterben können, ey. Geh weg. Ja, von beiden Seiten kriegen wir jetzt aufs Maul. Gar nicht geil. Ah, zum Kotzen, Alter. Ja, wieder volle Treffer. Ich gehe jetzt einfach mal hier drunter durch. Das war jetzt nicht so leise, wie es, glaube ich, sein sollte, aber... Ja. Den Tank lassen wir nicht aus. Oha. Oh, der macht keinen Schaden. Oh, der kriegt keinen Damage. Scheiße. Die stehen direkt vom Tank und er macht mir nichts. Das ist wirklich so typisch. Ja. Brenne. So, über die Brücke, sagst du. Aber ist klar. Oh, hinter uns ist noch einer. Wollt ihr den nicht mitnehmen? Ah, lass mein Leben. Komm. Scheiß da nix. Oh, da sind schon unsere Leute. Die ziehen sich zurück, Trolldor. Das Tor. Alter, sieht das alles am Arsch aus. Schön euch zu sehen, Jungs. Ihr müsst durch die Hölle gegangen sein, um hierher zu kommen. Oh ja. Mann, hab ich einen Hunger. Hey Marine, habt ihr irgendwas zu futtern? Klar, beim Hauptquartier gibt's Rotration. Bedient euch. Danke, Mann. Nein, ich denke nicht. Hä? Was? Okay. Geht klar. Interessiert mich ein Scheiß, was Sie tun müssen. Erledigen Sie es einfach. Wir haben 3 Tage nicht geschlafen und gegessen. Seid ihr Tombstone? Allerdings, Ma'am. Wir haben eine halbe Stunde, bis die Russen zurück sind. Ich will, dass alle was zu essen kriegen. Ich schicke Hilfe zum Verteilen der Rationen. Notrationen, genau. Fragen, los. Major, ich... Ihr folgt ihm. Wir haben Greenland gefunden. Gehen wir, Wrecker.
Warum seid ihr noch hier? Kurz gesagt, Ma'am, wir sitzen hinter feindlichen Linien fest. Wir möchten zurück auf unser Schiff. Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Die USS Valkyrie. Inzwischen vermutlich im Roten Meer. Gottchen, seid ihr runtergefallen? Wo ist mein Kaffee? Ma'am, es ist sehr wichtig, dass uns jemand nach Westen bringt. Die Russen sind vor 3 Tagen gelandet. Es kommen noch Bodentruppen nach. Unsere Versorgungswege sind abgeschnitten. Und wir sind 12-1 unterlegen. Egal wie eure Befehle lauten. Meine lauten anders. Sofort hinlegen. Das ist ein wahres Teufelszeug. Wie stark sind die Russen in der Luft? Unantastbar. Mobile Sams decken die Küste unterm Damm. Sie sind gut verteidigt. Sams Stellungen unter dem Damm. Und wir sind hier. Hier oben. All unsere Truppen sind hier oben. Und das Flugfeld. Sind noch Zivilisten da? Evakuiert, Sergeant. Keine Zivilisten. Korrekt. Stadt ist leer. Was schlagen Sie vor? Ich habe keine Ahnung, Major. Es ist schade, dass Sie uns nicht helfen können. Wir transportieren aber gern noch mehr Sprengstoff, wenn auch welcher da ist. Und wir dafür einen Wagen kriegen. Draußen steht einer. Aber bringt ihn heile zurück. Wir haben auch ein paar Funkgeräte, damit ihr in Kontakt bleiben könnt. Untereinander. Lasst mich da raus. Ich will nichts hören, bis ihr Erfolg habt. Dann bringe ich euch nach Westen. Danke, Major. Sehr, sehr nett, diese Frau. Muss man schon sagen. Also gut. Es wird eine Weile dauern, bis wir da sind. Zerstören Sie den Damm. Du siehst echt scheiße aus. Mach mal die Augen zu und ruh dich aus. Ich weck dich, wenn wir uns dem Damm nähern. Eine Stunde später. Wir sind angekommen. Geil. Ach, verdammt nochmal. Ja, das Ding ist massiv. Glaubst du, wir haben genug Sprengstoff? Ja, wenn wir ihn richtig platzieren. Hier anfangen und die Ladungen über den Damm verteilen? Siehst du die Mitte? Das ist eine Schwachstelle. Da bringen wir die Primärladung an. Hast du einen Ingenieursabschluss? Ich habe genauso einen Ingenieursabschluss, wie du eine Medizinerin bist. Ich habe wirklich eine medizinische Ausbildung. Bist du wirklich sicher? Wir weiden ihn aus, von innen. Seid ihr bereit? Jawohl. Auf geht's, Rack. Ich hoffe, hier ist noch keine Achtung, gegnerische Infanterie. Vorsicht, Rack. Ist so ein Transport hier, die halb so schlimm. Ja, wir haben uns noch unsere Waffen dabei, sehr gut. Das ist noch eine Waffenkiste. Was geht da ab? Fuck. Oh, da sind wirklich überall Russen. Den ersten haben wir schon mal. Und da oben sind noch welche. Ein Sniper. Weg mit dir. Nahkampfbonus. Ah, da ist die Kiste. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier mal Silent Mission in der nächsten Folge. Die erscheint natürlich morgen und hier sind... Ja, ein paar Russen sind da schon. Ja, ein paar viele. Noch nicht schießen! Okay. Ihr müsst warten. Auf, bis morgen, ne? Okay, Doc. Also, sehen wir uns morgen. Hören wir uns morgen. Haut da rein. Ciao.